Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei You & Bo in Total War Warhammer 3 mit unserer, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das nennen soll. Die gesamte Welt stirbt, nur wir werden immer mächtiger. Und wir sind nicht mehr daran schuld, dass sie alle sterben. Es ist einfach nur so, dass unsere Fraktion immer stärker wird. Ich kann auch Geschossresistenz für die Wujing-Kompasse machen. Aber sicher. Mit 45% Geschossabwehr. Ich meine, das ist die Hauptschwäche von denen. Ich komme jetzt zu dem Schluss, dass ich eigentlich auch einen gewissen Kugas loswerden möchte. Aber erstmal beenden wir jetzt hier das Orakel des Zinsch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben den alten Vogelmann beendet. Und wir werden ihn nicht vermissen. So, du rekrutierst jetzt hier wieder Truppen. Ich glaube, dir fehlen jetzt 3. Ja, ich gebe dir jetzt hier auf jeden Fall mal diese krasse Terrakotta-Wache. Und dann rekrutiere ich noch einen Jadelöwen da rein bei dir und noch eine Feuerrakete und dann sollten die eigentlich hier einigermaßen... Ach nee, Quatsch. Du kannst ja den da noch mit reinnehmen, genau. Und dann bist du wieder am Start, meine Liebe. The Majestic Defender. My celestial father would approve. Du dienst nur Korn. Wir haben alle unsere Fehler. Okay, wir hoppeln jetzt hier von Siedlung zu Siedlung und versuchen diese Rebellion aufzuhalten. Beim Titanerbe können wir auch noch die Siedlung auf Stufe 3 bringen, das ist sehr, sehr schön. Machen natürlich noch Verteidigungsanlagen rein, wie es sich gehört. So, 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 so. Ich sehe halt nicht viele Armeen von Kugas. Mal ehrlich, also hier ist halt eine. Ja, okay, doch, er hat ein paar. Ach, ich glaube schon, dass ich es mir erlauben kann, seinen Kram zu nehmen. Das wird spannend. Da habe ich in ein ordentliches Hornissennest gestochen. Wir beenden jetzt auch die Krankheiten in dieser Welt, Leute. Weltfriede in unserem Sinne bedeutet, es gibt auch keine Krankheiten mehr. Will ich ihn noch schneller machen? Angriffsbonus? Nee, ich gebe ihm jetzt noch die weitreichende Disziplin. Vogelhaus. Kann ich immer noch nichts Sinnvolles tun. Wir müssen die Situation einfach hier weiter aussitzen. Nein, hier bauen wir immer noch nichts. Und ich möchte es gerne meine Armeen hier bewegen. Danke. Master of Feng Shui. My ancestors require it. Das ist halt immer noch die falsche Fraktion. Wir werden jetzt einfach einmal in der Horde hier durchmarschieren. Attention. Travel with readiness. Und dann einfach hier aufschlagen. Du bist halt der Nachzügler, aber irgendeiner muss es sein. Und jetzt haben wir wieder Stress mit Kugas. Wobei ich zugeben muss, dass ich am allermeisten Respekt vor den Chaoszwergen habe. Gott, hier sind so viele Fraktionen vernichtet worden. Es gibt einfach nicht mehr viele. Und was willst du hier? Hier ist eine Menge Ärger unterwegs. Tschüss.
Ihr seid für mich einfach nur XP. Macht euch das einfach mal klar, Freunde. Mehr seid ihr für mich nicht. Wandelnde XP. Für diese Armee hier. So, Windharmonie. Ich kann ihm nochmal 10% Zauberresistenz geben. Ich hab doch schon 120%. 124 inzwischen. Ich könnte auf 134% hochgehen. Ich meine, okay, es gibt natürlich auch Faktoren, die die Zauberresistenz senken. Vergessen wir das nicht, ne? Die gibt es. Dennoch finde ich das eine wilde Kiste. Es ist eine wilde, wilde Kiste. Wir machen weniger Verschleiß jetzt für ihn, weil alles andere spielt eigentlich keine Rolle. So, du bist jetzt hier auch bereit. Und eigentlich denke ich, es ist das Beste, wenn wir jetzt hier auch vormarschieren und versuchen, Kugas von hier aus zu bekämpfen. Auf die eine oder andere Art und Weise bekämpfen wir jetzt hier Kugas. Du hoppelst jetzt noch dahin. Und ihr geht dahin. Netter Versuch. Sehr gut. Vogelhaus ist gesichert, befreit. Und ich muss immer noch auf, ja, das, auf die andere Siedlung warten, dass ich hier Yin-Yang-Dinge tun kann. An upper hand indeed. City Commander. Wir nehmen die magischen Reserven jetzt für sie. Ja, sie hat irgendwie noch keine automatisierte Skillung. Ich glaube, weil sie wieder auferstanden ist von, ihre Assassinierung. Das ändert das dann immer wieder mal so ein bisschen. Wir bauen dich jetzt hier noch auf die höchste Stufe. Dich jetzt hier noch auf die höchste Stufe. Gibt noch diverse Nebensiedlungen, die wir noch verbessern sollten. Ja. Es gibt so viel. Mir fehlt schon die Kohle für alles andere. Es gibt nicht mehr so viele Fraktionen, ne? Ich kann halt noch... Oh, mit dem Eishof kann ich jetzt noch einen Nicht-Angriffspakt machen. Aber sie will nicht. Trotz 273. Ich hoffe, ich muss diesen Eishof nie verstehen. Ich hoffe, ich muss ihn nie verstehen. Ist es eigentlich immer noch dieselbe Runde? Nein, es ist eine neue. Okay, wir sind jetzt einmal hier durchgelaufen. Erstmal wird hier umkreist. Wir werden natürlich kollektiv angreifen, logischerweise. Wir wären ja doof, wenn nicht. Within my reach. Nope. Weil so verlieren wir fast keine Leute. Und wir sind jetzt einfach so viele, dass wir jetzt auch eine ganze Menge an Korruption runterpumpen. Ja, wobei, so viel ist es gar nicht. Nur minus 4 pro Runde. Dann sind die hier bei Uskulak sehr, sehr fleißig, die Korruption oben zu halten. Das ist auch eine Leistung, die du erstmal erbringen musst. Sind da noch Vogelmänner drin? Ne, das sind einfach nur alles nur Bauern. Dann kriegst du jetzt erstmal hier die Erdung. Level 20 für den. Es ist immer gut, wenn ein Charakter unsterblich wird auf unserer Seite. Ich feiere das innerlich immer so ein bisschen. Noch mehr Waffenstärke. You would turn down such weaponry. So, Dele. Unsere Vorbereitungen für die letzte Attacke sind gesetzt.
Zwangsmeditation. Was? Das ist... Das ist doch ein Oxymoron. Zwangsmeditation. Alchemist of Shangyang. Ja, ja, du hast ja eindeutig deine Truppen hier verloren gehabt, meine Liebe. Also, wir holen uns jetzt hier erstmal das gesamte Hinterland von denen. Das sind mir zu viele Kriegstrommeln. Ich schmeiß eine Kriegstrommel raus. Ja, ich weiß, dass die Goldstatus hat. Ist mir egal, aber ich möchte lieber jemanden, der nochmal Mobilität steigert. So, die besten Technologien aus dem Bereich haben wir. Jetzt machen wir hier weiter Abkommen mit den Alchemisten. Dann können wir später hier noch andere coole Sachen machen. Verbessern das jetzt hier noch. General. Unsere Armee zieht weiter. General. I crave. It shall please the dragons. Mhm. Zhenyang shows the way. Ich glaube, es wird die Dragons sehr, sehr pleasen, was wir hier machen. The path of destiny. Ich meine, ich bin schon sehr, sehr pleased, wenn ich mir diese Armee hier angucke. Speed and unity win the day. Entschuldigung, hab nur ganz, ganz kurz nochmal eure komische Stäbe betreten. Dragon. Wenn ihr schlau seid, ist es euch egal. Join me in the war room. So, wir bereiten jetzt hier noch eine Offensive vor. Wir bereiten hier eine Offensive vor. Wir müssen... Was bist denn du für ein Heslon? Mann, der hat aber auch jetzt echt nicht so viel Glück gehabt. Also selbst für einen von seiner Sorte. Ja, ich kann leider noch nicht belagern. Ne? Ich muss noch warten. Das ist so ein bisschen mein Problem. Okay, du gehst hier wieder zurück. Könnte ja jederzeit hier wieder zu einem Aufstand kommen. Hello there! Da geht ja noch mal ein bisschen was mit noch mehr Waffengrundschaden. Wie lange dauert das hier noch? Bald. Bald heißt in dem Fall möglicherweise nächste Runde. Das überspringen wir. Wir brauchen ja die Verteidigung nicht. Next turn, please. Es ist geradezu niedlich. Die Schlacht schlagen wir. Und zwar deswegen, weil sie uns alleine feuerkrafttechnisch nicht das Wasser reichen können. Und wenn wir alles richtig machen... ich hasse dieses Gelände jetzt schon. Ich hasse dieses Gelände. Es ist schrecklich für mich. Wisst ihr, ich kann mich nicht hier hinstellen, weil der Wald deckt den Vorstoß der Gegner. Ich kann mich nicht hier hinstellen, selbes Problem hier und hier. Und außerdem kommen sie aus dem High Ground. Ich muss eigentlich hier hinwandern. Oh. Ätzend. Einfach nur ätzend. Na gut. Aufstellung starten. Da schon mal die erste Armee. Also wir stellen uns jetzt hier hin. Ihr da. Ihr da. 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 Die Artillerie dahinter. Trommel dahin. Das ist Artillerie dahin. Du kannst schon mal gleich als Drache hier ein paar lustige Dinge tun. Ich werde natürlich die Truppen hier auch noch mal ein bisschen aufteilen. Du gehst jetzt auf Jagd nach irgendwelchen Generälen. Mein Problem ist, dass ich eigentlich sogar noch viel weiter nach links müsste, aber ich glaube, dass die Artillerie nicht weit genug kommt. Das einzige Gute ist, dass der Verein halt auch sehr, sehr langsam ist, den wir bekämpfen. So. So. So.
Ich stelle die nochmal ein bisschen breiter auf. Möglicherweise ist es mir sogar gestattet, bis hier zu gehen. Das wäre natürlich jetzt absolut ideal. Es sieht so aus, als ob ich es darf. Dann sind die nämlich hier einigermaßen safe. So, er kämpft schon mal währenddessen. Ach, oh, wir kommen doch schon ganz schön aufs Maul. Ach so, wegen dem Geschossen. Ja, gut. Wobei der Dämon ihm ganz schön auch zusetzt. Der hat dem Dämon noch gar keinen Schaden gemacht. Mal backt der immer noch. Oh, dann brauche ich da nicht weiter kämpfen. In Drachenform backt der anscheinend immer noch. Leider ist Uran Bo gerade eben irgendwie verlangsamt. Ich glaube durch Gift. So. Jetzt haben wir dem hier nochmal eine mitgegeben. Er ist leider mega langsam gerade. Also die Feuerraketen mögen dann doch bitte auf Infanterie schießen und du kannst vielleicht auf Monster schießen. Wie wäre das denn mal? Das ist nur so eine Idee. It's just an idea. Da kommt noch mal ein bisschen mehr, als ich es mir wünschen würde. Also wir haben den gegnerischen General ausgeschaltet. Dummerweise kommt da halt noch mehr. Okay, ich muss da hinten eben eingreifen. Sonst wird das hier ätzend. Noch lohnt sich es nicht, hier irgendwelche großen Zauber zu casten. Nee, lohnt sich immer noch nicht so wirklich. Ja, wobei jetzt hier so. Ihr dreht euch jetzt hier wieder um. Ihr dreht euch so um.
Haben wir noch Flieger irgendwo? Ich sehe keine. Hier wurden vernichtet. Gut. Der Nahkampf beginnt. Oh, komm, hört doch auf da. Meine Güte, warum schießt er auf die? Da hat er ein Ei gelegt. Irgendwo ist auch garantiert noch ein Charakter. Kann doch fast nicht sein, dass er kein Charakter ist. Vielleicht kommen die noch. Ein sauberer Treffer. Du gehst da noch mit rein. Platziere nochmal Schwächen gerade eben mal. Da löst sich schon eine ganze Menge auf. Das ist gut. Kanone hat alle ihre, die Rakete hat alle ihre Munition verbraten. Oh, da ist ein Charakter. Wir beenden ihn mal schnell. Wenn ich darf. Muss man die Trommel hier anmachen, die habe ich die ganze Zeit überhaupt nicht an. Man merkt, ich habe zu lange nicht mehr gedaddelt. Oh, hier verliere ich wieder Units. Auf das Unnötigste und Ätzendste. Noch mehr Damage bitte machen. Wir verlieren leider noch nicht so schnell, wie ich mir das wünschen würde. Wir gucken mal, dass wir das jetzt mal beschleunigen. Wir haben genügend Energie zum Zaubern. Tja, auch ihr könnt final transmutiert werden, Freunde. Auch wenn ihr es nicht für möglich haltet. Ja, zu dumm, die sind schon down. Jetzt trifft es nur noch eigene. Und da plöppt eine ganze Dämonenarmee. Naja, es sind eigentlich sogar drei Dämonenarmeen. Einfach so dahin. Der Gag ist, hier ist noch einer übrig, aber er wird da trotzdem nicht übrig bleiben, ne? Ach, da kommt sogar noch was mit gutes Nörgel. Ungünstig. Ich muss sehr nah ran. Jetzt treffe ich sie. Die werden es auch final transmutiert. Und das tut ihnen sehr weh, vor allem... Oh, der Artilleriebeschuss.
Ja. Also der Raketenbeschuss aus dem Himmel ist schon echt auch übel für die. Haben wir es jetzt endlich. Wir sind immer noch zwei. Wir sind immer noch eine Kanone, die auf sie feuern konnte. Gut. Heldenhafter Sieg. Nice. Die waren uns halt fast 4:1 über. Wir haben trotzdem gewonnen. 12.000 Gold aus dieser Schlacht rausgezogen. Sie sind halt absolut unfähig, uns mit Magie zu beschädigen. Ne? Das ist halt voll krass. So, Dele. Diverseste Boni wieder irgendwo herausgekitzelt. Du galoppierst jetzt da runter. Da gab es nochmal ein Level-Up. Den nehmen wir natürlich noch gerne mit. Hier auch nochmal finale Transmutation. Level 47. Du machst weiter hier mit beruhigende Gegenwart. Ich kann hier Ogre mitnehmen. Geil, ich hab's völlig vergessen, dass ich das kann. Ja, wir holen uns jetzt die Stadt. Danke. Und jetzt hole ich mir halt nochmal einen von denen, weil die Vogelmänner so langsam aber sicher keinen Sinn mehr machen, ne? Level 48, noch mehr beruhigende Gegenwart. Der Level automatisch. Die Siedlung hier bekommt von mir auf jeden Fall Verteidigung. Ein bisschen Yin. Ein bisschen Yang. Ich gleiche das jetzt hier am besten schon mal aus. Ich habe ja auch jetzt hier die Yin, die Yang-Gebäude-Festung hier genommen. Muss ich also hier wieder Yin machen. Und ansonsten mache ich nochmal das da rein. Tja, ihr könnt ja gerne versuchen vorbeizukommen, aber das würde euch nicht gut bekommen, Freunde. Und jetzt ist der große Moment gekommen, in dem wir versuchen, Uskulak zu nehmen. Der Gag ist, das wird leichter, als es aussieht. Ich habe halt echt gedacht, dass die sich jetzt hier richtig hart wehren werden. Ach Gott, da steht ja noch einer. Das ist für ihn nicht gut ausgegangen. Was? Das ist nur ein knapper Sieg? Lol. War aber auch eine krasse Armee, die der da hatte. Okay, Astragos hat's hinter sich. Aber ihr wisst schon, warum ich mit so einer riesigen Armee hier auffahren wollte, ne? Ich denke, es wird ersichtlich, warum ich das getan und so geplant habe. Weil ansonsten wäre das hier nämlich jetzt nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Sehr gut. Wir sind auf einem guten Weg. Wir bauen sofort hier dieses Teil. Wir holen uns sofort hier das Eisen. Wir holen uns sofort die Verteidigung. Das hier kann eigentlich alles raus. Das brauchen wir nicht. Ja, das ist jetzt halt das Ende seiner Hauptstadt jetzt hier, ne? Ein Level up für ihn. Noch mehr Schaden. 808. Ohne irgendwelche Buffs. Das kann sich sehen lassen. Du musst jetzt hier wieder was rekrutieren. Ja, du wirst auch eine Weile hier stehen bleiben, meine Liebe. Und ich erwarte von dir arkane Kanalisierung. So erwarten wir alle irgendwelche Dinge, die wir hoffentlich bekommen. So, Ahnenkrieger. Können wir Ahnenkrieger beschweren? Wie cool ist das denn? Ich gebe ihm jetzt hier noch die Zielsicherheit, weil er hat ja schließlich auch Fernkämpfer. Und der Rest hier, der levelt halt von alleine.
Nur sie nicht. Die bekommt permanent jetzt hier noch irgendwelche passiven Mentoren-XP. Was ich sehr, sehr schön finde. So. Wir werden hier attackieren. Und wir attackieren hier, allerdings natürlich erst nächste Runde. Du gehst hier wieder zurück. Dann kann ich hier nochmal Verteidigung reinbasteln. Oh, nicht vergessen. Irgendeiner von euch war ja hier ready fürs nächste Level. Ja, du bist ready fürs nächste Level. Das Problem ist bloß, es kostet 10.400 und ich habe die Kohle nicht. Ja, dann halt nächste Runde, beziehungsweise nächste Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ja, in vielerlei Hinsicht. Macht's gut, tschüss und ade.